Squad. Lass mich raten, wer zuerst auswählt. Betten, ich wähle zuerst aus. Okay, ich wette dagegen. Ein Döner. Bringt nichts. Egal, wer den Döner kriegt, das Ding wird kalt. Kalten Döner mag ich nicht. Das ist nicht kriegst mein Problem. Dann, kriegst dann Döner-Gutschein. Döner auf eine Mikrowelle. Ja. Ist Ravage alle Rennen mitgefallen? Weil wenn nicht, dann wählt er nämlich auf jeden Fall zuerst aus. Keine Ahnung. Ich hab sicher nicht alle mitgemacht. Ah, siehste. Und Stevie hat alle mitgemacht. Du schuldest mir einen kalten Döner. Trotzdem war Ravage mehr vorne als ich. Ja, aber ich hab nicht alle mitgemacht. Wenn du ein Rennen nicht mitfährst, dann hast du dann 0 Punkte bekommen. Das kannst du nie wieder einholen. Ah, ja. Vor mir. Oh. Ich habe schon überlegt, ob ich mal strategisch ein Wochenende nicht mitfahren sollte und dann kann ich den Rest der Saison von vorne starten. Na klar! Ich kann dir so viel sagen, es ist nicht so. Weil ja. Überleg mal, ihr seid immer so weit vorne. So, funktioniert per Fahrer ja, natürlich nicht. Gibt da irgendwie so Punkte oder sowas, ne? Und wenn du halt eben 0 Punkte holst und die anderen holen alle, keine Ahnung, der eine hat 200, der andere hat 205, der andere hat 203, ja, dann sind 0 halt eben echt wenig, ne? So, und Elise war es. Sind ja sicherlich alle schon da. Ja, dann können wir, glaube ich, anfangen. Da spricht noch irgendwas dagegen. Nee, ne? Nope. Dagegen? Nein, Spaß. Irgendwas hatte ich noch, im Kopf. Aber, ach ja, die Reihenfolge. Die genau. Reihenfolge, ja. Wir warten ja eigentlich alle nur noch. Wir haben gerade um einen Döner gerettet. So, dann David müsste zuerst sein, weil der ist ja tatsächlich nicht alle mitgefahren. Aber ein oder wie viel bist du nicht? Ich darf als erster losfahren. Ich habe gerade einen virtuellen kalten Döner gewonnen. Oh. Ja, lassen die schmecken, wir zwei. So, Ravage, dann... Wer war jetzt da Kirsche und... Nein, ist Kirsche, ja. Das bezweifle ich. Erst Dennis, dann Kirsche. So, okay. Müssen wir mal klarkommen hier. So, so, Ravage hat, dann... Ich hab Stevie. Auch schon... Dann bin ich und dann Kirsche, ne? Das ist ja ganz easy heute, ja. Dann machen wir das so. Dann start das Race. Nicht geübt. Komplett gar nicht. Könnte ich ja fast noch um einen virtuellen kalten Döner wetten, ob Diebster in ein paar Minuten auftaucht. Oder Pete. Ich wäre schon vorbei jetzt. Wie viele kalte Döner willst du noch, bitte? Jetzt mal ernsthaft. Kann man nie genug von haben. So ein Jahresvorrat wäre nicht schlecht. Ein Jahresvorrat von kalten Dönern. Yummy! Wahrscheinlich kann man die auch tiefkühlen oder sowas. Kalt kann er ja nicht mehr werden. Ist es ja schon. Also kannst du ja gerne so ein Jahresvorrat machen. Die Frage ist nur halt, sind die auch so lange haltbar? Ja, deswegen, wenn du so tief frierst, also minus 18 oder sowas. Ja, frierst da ein, die Scheiße. Dann ist es ein Eisdöner. Ja, du sollst das vor dem Konsum dann schon wieder irgendwie auftauen. Ja. Ja, aber gut, Salat eingefroren. So, ja. Ein bisschen Blattsalat oder ja, was du da haben? Könnte ein bisschen matschig werden. Könnte ekelhaft werden, ja. Na, was willst du machen? Auch so ein Salat muss das abkönnen. Schmeckt bestimmt immer noch besser als der von McDonald's. Ja gut, das ist aber auch keine Kunst. Weiß ich nicht, okay. Der ist frisch, ne? Frisch aus dem Labor. Nee, das wäre ein bisschen teuer. Der Laborsalat. Ja. Ja, ich muss mal sagen, ich hätte gerne Laborsalat. Ich hätte gerne den McLabor.
Ja. Also ich glaube, viel billiger als Feldsalat geht's nicht mehr. Wenn die Kirsche so vongezogen sein, das so früh schon, ich verstehe das nicht. Und bei IPL, da ist er irgendwo da hinten. Macht doch gar keinen Sinn. Ja, ich konnte es halt schon mal vorher testen. Nicht ausgiebig, aber wenn Sachen nicht überraschend kommen, dann kommt mir das sehr entgegen. Wie überraschend? Nicht. Naja, also ja. Also ich bin dafür, dass mal überraschend ein T-Rex aus der Hecke gesprungen kommt. Das will ich sehen. Jetzt. Nee, du editierst da jetzt keinen T-Rex rein in dein Video, doch. Ja, das war ein Need for Speed 4, was es gab, ne? Nee, Need for Speed 2. Ja gut, aber in 4 gab's die Strecke dann auch. Ja, aber Need for Speed 4 hat er den T-Rex vergessen. Echt? Ja, das steht da ja nicht. Doch, also irgendwo steht bei Need for Speed 4 ein T-Rex an der Straße rum, oder? Was? Oder wechselt das gerade komplett? Ich glaub schon. Ich kann mich an keinen T-Rex in Need for Speed 4 erinnern. Also bist du noch weiter weg, was ist denn das? Das Auto verstehe ich nicht, wie kann man damit so viel schneller sein? Ich gebe die fast durchgehend Vollgas und die sind alle weit weg. Irgendwie das orangene Auto wird auch noch kommen hier hinter mir. Möglichkeit. Ja, was ist das denn? Mann. Ach, das ist ganz leicht anecken. Kann ich immer am besten. Das hätte doch jetzt nicht noch sein gemusst, echt nicht. Ja, Karl, was soll das denn jetzt? Einmal anticken, du willst dich wegdrehen. Na klar. Ja. Boah, geile Musik, Alter. What the fuck, man. Boah. Der Sieg gehört dir. Wird heute ein sehr langweiliges Rennen für mich. Wie immer. Seid auch ein km/h schneller gefahren. Also der fünfte Gang für 1 km/h schneller, ja. Oder wie? Ich schätze, habe ich mir auch schon gesehen. Ich schätze im Bergabsteig, ja. Also, die haben dem Gang, dem Auto extra einen fünften Gang gegeben, damit man noch 1 km/h schafft. Ja. Das ist natürlich, ja, das habe ich natürlich auch nicht bedacht. Naja, was du auch nicht bedacht hast, ist, dass er im fünften Gang weniger Sprit braucht. Das heißt, ich bin von Anfang an mit weniger Sprit losgefahren, hat also einen Gewichtsvorteil das ganze Rennen über. Ja, gut. Du musstest halt mehr tanken beim Start. So, dann wollen wir mal die nächste CT öffnen. Da-da-dam. Wie CT? Benutzt du das Cheat Engine? Aber du bist ein Cheater, hä? Zack, würde dich jetzt Cheater nennen. Der nutzt nun noch durchgehend die. Geht schneller. Geht schneller, als man alles überprüfen muss, ob alles richtig ist. Das Überprüfen kostet so viel Zeit. Wieder die schnellen Autos? So, Schnelle Autos gibt's hier nicht. Klasse 2 ist das schnellste und das der Barchetta ist kein Klasse 2 Auto. Und der Rest ist Klasse 3 bis 5. Na, jetzt fahren wir ja Vauxhall. Ach so, meinst du das? Ja, also genau, die schnellen Autos. Die Skyfire macht Pause Autos. Ja. Es ist halt einfach bequemer, über Cheat Engine die Einstellung zu machen. Nur weil du Cheater bist? Und vor allem kann man halt darüber schneller die... Hat man da die Gewissheit, dass man auch nichts falsch eingestellt hat. Naja, also wie war das nochmal, wenn Leute externe Tools brauchen, um irgendwas zu erreichen, was sie mit Skill nicht erreichen können, dann sind das schon echt Loser. Ja, ich erinnere mich, was du damit meinst. Ich erinnere mich zu gut, was du damit meinst. Hast du es erst heute gelesen? Das habe ich gestern habe ich das alles gelesen. Wow, aus der 5 Minuten noch nachgelesen. Ist okay, Auto, dann fahren wir halt hier rum. Was habe ich bitte verpasst?
10 Millionen Discord-Messages. Ja. Ja, ja gut, den IPL-Discord lese ich sowieso so gut wie gar nicht. Jack ist wohl irgendein alter Fahrer aus Porsche-Zeiten und der war überrascht, dass irgendwelche Leute Cheat Engine nutzen und im Porsche. Ja. Ich weiß gar nicht, es war Need for Speed 3, um Need for Speed 3 irgendwas einzustellen, mehr Runden und sowas. Und dachte, die würden cheaten, hat erstmal spontan alle als Cheater bezeichnet. Und. Genau, Dennis ist ja auch ein Cheater. Ganz genau, weil er Cheat Engine benutzt. Oh, sag mal, es ist doch nicht möglich, was mache ich denn mit diesen Autos hier gerade, ehrlich? Cheaten! Na, dann wäre ich ja vorne. Cheaten, dass du schlecht fährst. Damit es nicht auffällt. Ah, nicht schlecht. Ich kann doch gerade mal richtig Albtraum haben, was ich hier gerade mache. Mann! Boah, 7 Runden. Oh, ja. Wäre das eine Runde? Ach, das ist doch noch harmlos. Wir haben später den Elise zum Schluss auch noch mit 7 Runden. Ich gucke jetzt lieber nicht auf welcher Strecke, aber länger als die hier wird es wahrscheinlich nicht sein. Auf der Calypso. Ja, zumindest mal kürzer. Oh, ist fast wie ein Sonntagsausflug mit dem Auto. Ja, und trotzdem habe ich damit Fehler gebaut. Das ist so traurig. Eieiei. Und Esjak ist ja genauso überzeugt von den Anti-Cheat wie Opel, aka nicht zu brechen. Nö, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hatte, aber die Formulierung war ganz klar gut genug. Also, ja, man kann, ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hatte, aber also innerhalb der Diskussion halt eben. Man kann das nicht sicher machen, sondern ist einfach aufwendig genug. Und, ja, das reicht halt eben. Was willst du machen? Wenn du es eh nicht perfekt machen kannst, dann. Kann ich mich nicht daran erinnern, dass er das so gesagt hat. Na, der mit der Ohr hat ihm das geschrieben. Ja, genau, es war nicht Serk oder sowas, aber irgendwer hat es im Rahmen der Diskussion zumindest gesagt gehabt. Und keiner hat gesagt, dass es unbrechbar ist im Rahmen der Diskussion. Mag sein, dass sie das glauben, aber gesagt hat es zumindest keiner. Ich glaube, es ist Serk schon. Ja, aber es ist auf jeden Fall besser. Gesagt hat es nicht, aber er glaubt es sicher. Was gibt's überhaupt für Cheat für Porsche, die man online nutzen könnte, dass man die für Horst rausfinden muss? Keine Ahnung, ich habe noch nie einen Cheater gesehen bei Porsche. Weil. Da habe ich nie dann gesehen, dass er Cheat cheatet. Für HP2 cheatet ja sowieso keiner mehr. Also die Leute, die spielen also ja nicht mehr. Also bei S-Sack bin ich mir sehr sicher, dass der genauso wie Opel reagiert hat, perfekte Anti-Cheat nicht zu brechen. Ja, das reagieren wieder sicher so. Ja, wobei, solange es noch keiner gemacht hat, hat er ja auch erstmal recht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es unbrechbar ist, ist ziemlich gering. Aber es ist noch nicht bekannt, dass es irgendwer geschafft hätte. Es ist nicht mal bekannt, was für Cheats es geben würde. Aber wahrscheinlich gibt es schon welche, sonst hätten die das nicht gemacht, ne? Das hat sich keiner daran gemacht, es zu brechen. Das ist doch so einfach. Ja, genau. Und solange es keiner beweist, dass es geht. Na gut, das ist. Es hat ja keinen Sinn. Warum soll das keiner versuchen? Ja. Nö, soll ja auch keiner versuchen. Ich sag nur, solange es keiner versucht, kann man nicht sagen, dass es ganz einfach ist oder sowas. Vielleicht, wenn es super einfach wäre, hätte es vielleicht schon jemand versucht. Na, einfach ist sicher nicht. Die haben das schon gut gemacht bei Porsche. Ja. Und wenn es super einfach wäre, hätte es vielleicht schon einer gemacht und da würde cheaten. Wer weiß. Und dadurch, dass es schwer es genug gibt ist, ja kaum Leute, halt, die was das spielen. Da kommt ja keiner. Du cheatet ja niemand. Es ist für jeden einfach, der Cheat-Programm beschreibt. So einfach so. Weiß ich nicht. Nö, was heißt Cheat-Programme? Zum Beispiel HP2, der einfachste Cheat war einfach die Reset-Geschwindigkeit auf 100 km/h oder sowas. Das war schon mal nicht schlecht. Ach, wo kommst du denn da jetzt her? Ja, gut, bei. Ist ja nicht bei jedem Spiel so einfach wie bei HP2.
Ich habe den Berg mit fast Vollgas genommen, da, daher bin ich gekommen. Ey, ich habe das ein paar Mal versucht, ja, aber bin dann mal gewaltig gesprungen. Ey, das war ein anderer Bergstil. Ach so, ho, ho, ho. Okay. Ach, wenigstens habe ich jetzt mal einen Referenzpunkt vor mir. Auch nicht schlecht. Ja, ich fahre hier durchgehend allein. Ich fühle mich so, als würde ich, keine Ahnung, ein Zeitrennen fahren. Oha, das lohnt sich aber ordentlich mit dem Speedster da unten, das Voxel da unten zu fahren. Ja, ist ja auch kürzer, ne? Ich hab mich gerade den nicht getraut zu fahren, weil ich den irgendwie gerade, ja, das so gerade Interesse hatte. Aber hätte ich mal doch tun sollen, wie es aussieht. Siehst du irgendwem auf der Map, Stevie? Nö. Ja. Deswegen sag ich ja Zeitrennen. Ich meine, ihr seht mich doch auch nicht. Ah, also, oh, jetzt habe ich sie kurz gesehen. Ja, da ist mich kurz der gesehen. Ja. Du holst auf. Kann nicht sein. Ja, oder Ravage, du fällst zurück, weil bis vor kurzem habe ich dich auch noch auf der Map gesehen, jetzt sehe ich dich nicht mehr. Ja, ich habe es ja einen Crash gehabt. Ah, okay. Bist den Berg offenbar schon wieder deutlich schneller gefahren. Ja, aber nicht so schnell wie davor, aber ja. Die Runde davor habe ich den Berg mit 216 genommen. Ja, die Geschwindigkeit weiß ich gar nicht. Aber diesmal nur mit 200. Fahren wir doch mit dem komischen Weg hier. Äußerst komischen Weg. Bleib doch hier. Oh, was auch immer du gemacht hast, hat den Abstand gewaltig vergrößert. Hat einen leichten Wheelie gemacht bei der Berghochfahrt. Wie lang steht eigentlich schon? Ja, natürlich! Ach, Mann. Irgendwas Gröberes gerannt? Oh,
womit bist du den Berg gefahren? 200? Ja, 216. Bitte was? Aber diesmal auch nur 200, das hat nur die eine Runde geklappt. 170 habe ich gerade gesehen. Warte, so langsam fährst du den Berg, okay. Hier vor Start und Ziel, diese eine Stelle da? Ja. 202. Wow. Selbst die Knippe schneller als du. Oh, jetzt war ich so schockiert, dass ich abgeflogen bin. Ja. Gut, ich habe danach bin ich zwar wieder da und bin dann kurz gegen die Wand drüber, aber ich habe den Sprung mit 202 genommen. Ja, es hat mich gerade so schockiert, dass ich abgeflogen bin. Sonst wäre ich bestimmt locker da durchgefahren. Ich habe auch immer wieder Angst, dass ich da irgendwie abfliege, also glaubet mal. Ja, mit Vollgas habe ich auch immer so ein bisschen Angst, aber naja. Ja, mit anderen Karren würde man sich auch nicht unbedingt trauen, ne? Ich schlupfe da immer so ein bisschen, weil ich da auch immer Angst habe, dass es nicht gut geht. Mit 206, und dann bin ich dagegen gedötzt, na klar doch. Aber es war mit 206. Ja, auch sehr gut. Ja, aber leider ist die Landung nicht geglückt. Ja, sollst ja auch nicht in die Luft jumpen, dann war das nicht gut geglückt, du. In der Luft jumpen sollst du damit nicht. Zumindest vielleicht einen kleinen Wheelie, aber nicht einen kompletten Abflug. Ich springe da immer, wieso auch immer, wie du auch immer das schaffst, da nicht zu hüpfen, aber ist okay, have fun. Diagonal über den Rasen. Diagonal über den Rasen. Ja. Ja, wenn man es wüsste. Ja, jetzt weißt du es. Ich weiß nicht mal, wie man genau da diagonal fahren sollte, also. Videos angucken. Von links nach rechts über, diagonal über den Rasen. Ja, im Video wird es sehen, das wusste ich das, jo. Na, nur weil ich es da sehe, wird es nicht heißen, dass ich es auch wirklich kann. Nö, und danach muss man es üben. Aber ja, wenn man nicht weiß, wie es geht, dafür sind die Videos da. Au, nein, ich drehe. Och, Mann. Wieso schaffe ich es eigentlich wirklich mit jeder Karre? Egal, wirklich mit welcher. What the heck? Ja, ist klar, liebes Spiel. Du mich auch. Was sollte die Logik denn gerade, bitte? Ich bin doch normal gefahren. Was soll das denn? Wir spielen hier Autofahren, ja? Nicht abheben? Mitten beim Fahren? Ja, also jetzt bin ich voll abgeflogen bei dem Sprung. Ich denke mal, ihr wisst, was ich meine? Nee, gerade nicht. Mitten beim Fahren dachte er sich, ja gut, ich heb dann jetzt ab. Okay. Schnurstracks hoch. Ach so, was? Ach so, Invisible Wall oder was, ja. Was direkt auf Null? Keine Ahnung, ich bin mitten auf der Stelle einfach hoch. Ja, das ist Invisible Wall dann. Ja. Also ich nehme an, du bist auf 0 km/h gewesen. Du wirst es im Video sehen. Ja, du musst doch wissen, ob du noch gefahren hast oder ob du komplett gerade hochgeflogen. Ich bin einfach nach oben. Ich bin nicht irgendwie gesprungen oder irgendwas. Nein, mitten einfach so hochgehe ich auf einmal mit mir. Bestimmt in der einen Abkürzung. Der einen Abkürzung bestimmt, oder? In irgendeiner Abkürzung war es auf jeden Fall, das ist richtig. Ja, dann kann ich mir schon denken, wo. Es war bestimmt auch eine Bergauffahrt, ne? Weiß ich gerade nicht. Ich war so geschockt, dass das passiert ist, dass ich nicht mehr drauf geachtet habe. Als Jonas war es mal mit dem Elis passiert. Static X, jawohl. Warum nicht? Kopfschmerzen freuen sich. Ja, klar. Versuchen wir was anderes. Hallo Baum. Bin ja mal gespannt, wie oft, wann es passiert, bis mich einer von euch überrundet, so oft ich mich heute resetten darf. Gerade meine Map leer, das ist auch interessant. Ja. Nach diesem Abflug war ich da irgendwie ganz schön weit zurück. Also nach dem bei Startziel dann noch.
Destroyer. Oh. Jawohl. Bin ich denn? Berg mal halbwegs chilliger mit 204 gefahren. Also irgendwie mache ich da was falsch. Das ist deine letzte Runde. Oh, mit Bremskontakt. Hat ein paar Millisekunden gekostet. Was hast du gemacht? Bei der Abkürzungseinfahrt habe ich links leicht die Wand berührt. War nicht gut für die Rundenzeit. Ja, wenn es so Millisekunden waren, ist egal. Millisekunden werden hier nicht mal angezeigt. Ja. Bei dem Grafik rennt er doch vielleicht nicht, ja. Nein, nein, in der Zeitanzeige werden die Sekunden nicht angezeigt. Prozent. Sind ja bloß, naja, Hundertstel, aber es sind ja bloß zwei Stellen nach dem Komma da. Was? Naja, in der Zeit, wie viel Stellen nach der Sekundenzahl siehst du da? Ja, zwei. Ja, genau. Zehntel und Hundertstel, keine Tausendstel, keine Milli. Ach, oh, nee. War ich jetzt zu vorsichtig. Ah, ja, das ist schlecht. Besser wäre zu aggressiv und abfliegen und 3 Minuten stehen bleiben oder sowas. Ja, ich hab das Ziel geholt. Hey, diesmal durfte ich die Abkürzung nicht fahren, ist auch in Ordnung. Die letzte Runde hätte besser sein können. Ey, die scheiß Berg aggressiv fahren sollen wie die vorigen Runden. Warum habe ich das in der letzten Runde nicht gemacht? Oh, ich werde mal gut gesprungen bei dem letzten Berg. Oh Mann. Das hat Zeit gekostet. Wie viel war es denn? Kann ich, achso, ich kann die Zeit auch gar nicht sehen. Oh, unnötige Crashs. Naja, gehört dazu. Dabei ist das Auto eigentlich gar nicht so schlecht. Bei mir hast du goldene Felgen. Ich? Oder orangene. Mit roten Bremssatteln. Wer denn überhaupt? Ravage oder ich? Na, der Orangene, der hier vor mir steht, ja. Ich bin rot, Ravage war, glaube ich, orange. Tja, hat er sich da ja was geleistet, hä? Ja, orangene Felgen, rote Bremssattel und ein orangenes Auto. Nicht schlecht. Da führt der Dämon komische Blitze auf den Lack.
Ja, und Stevie hat auch blaue Blitze drauf. Glückwunsch, du bist Zweiter. Boah, aber deine Rundenzeit. Ja, ich will Punkte für beste Rundenzeit haben. Alter. Nicht für Gesamtzeit. Das Rundenzeit. Und das war Feigerberg die ganze Zeit. Naja, nicht die ganze Zeit. Da kannst du sehen, ey. Runde 5 war locker mal 20 Sekunden langsamer. Was denn danach? Du hast denn da Plupf zum. Alter, wie hast du da echt noch so viele Sekunden geholt? Ja, genauso gut, wie ich in Runde 5 20 Sekunden verloren habe. Das war, glaube ich, Barquetta jetzt, ne? Oh. Ja, Barquetta. Und dann noch mit diesem, diesem Zustand von Strecke. Dieses hervorragende Auto. Das gehört auch echt nicht in Klasse 2 rein. Nee. Wie mag denn? Der gehört in den Müll. In die Schrottkasse. Fünf Runden. Na klar. Ja. Du müsstest ja random.org mögen. Was die mal für die Runden zahlen. Was Leute. Spricht denn fünf Runden gegen fünf Runden beim City Island? Außer es ist mit diesem Auto. Außer es ist diese Strecke, ja. Ne, die Strecke ist okay. Nee. Ah, fast. Oh, knapp, aber knapp. Also, ganz knapp. Siehst du, Ray sagt auch, nee, die Strecke ist scheiße. Das war das, was er meinte. Nee, ja, ich glaube, er wollte die Abkürzung nicht nehmen. Ich wusste, dass ich da gegen untersteuer, Alter. Ah, die kann da, ja, der Auto. Was ist da? Das Auto. Ich dachte, du magst das Auto. Ja, ich mag die Strecke. Ich mag beides nicht, das ist ganz ungünstig, glaube ich. Ne? Ich mag das Spiel nicht so. Ich musste einfach mal was anderes sagen. Ihr meckert über die Strecke und das Auto, da blieb mir ja nur noch das Spiel. Ich mag meinen Rechner nicht. Das glaube ich dir sehr schnell. Oh, wieso? Funktioniert doch. Ja, mit Low FPS und Rumgeruckel und. Aber bisher kann ich mich nicht beschweren. Also das passiert zwar häufiger mal, aber bisher kann ich mich bei der FPS-Zahl nicht beschweren. Ja, 100, wow. Ja, du wow, 120. Keine Ahnung, wie viel ich habe, also whatever. Ich gehe mal davon aus, von irgendwas mit 500 Rest zu haben. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das Spiel hat ja keine FPS-Anzeige. Doch. Also, ich meine nicht das Spiel, aber dieses Ding. River Tuner, wie heißt das Teil? Ein Auto untersteuert, das ist nicht mehr feierlich. Na, kriegst du auch immer noch das Wort hin, was du sagen willst, Kirsche? Nee, weil ich weiß nicht besser, wie es heißt. Irgendwas mit River und Statistik und irgendwie ach so ähnlich. Achso, River Tuner. Ach, genau das. Nie eingerichtet, wirklich, deswegen. Nö, also. Ist bei Dingsy dabei. Ich weiß. Ah, jetzt weißt du auch, was ich meine. Ach, ich muss die Wörter gar nicht mehr sagen. Ich muss gar nicht wissen, wie die ganzen Scheißprogramme heißen. Du meinst von Afterburner. Ja, genau. Das ist River Tuner-Ding. Warum soll ich mir merken, wie die Programme heißen, wenn du sowieso weißt, was ich meine? Das ist was Experience hat in der FPS-Anzeige. Ja klar, warte mal kurz mitten in der Fahrt mal im Aktivieren. Oh Moment, oh scheiße, Wand und was, ne? Na, wahrscheinlich. Einfach mal probieren, oder? Was? Probier. Leg den Controller weg und mach mal. Was könnte schon schief gehen? Was soll da schon schief gehen, genau. Ich werd doch sowieso letzter, ne? Meinst du? Boah, das hast du jetzt gesagt. Weil es so ist. Ach man, dieses Auto, ich kann damit nicht klar, dass sie so untersteuert. Da fahre ich ja fast lieber die A-Plus V bei Schnee in die Transport 4 als dieses Ding hier. Ja, der Wagen ist echt Mist. Also wahrscheinlich auf irgendwelche Waldstrecke oder sowas wäre es noch okay, aber. Nee, der hier ist es halt eben dann. Der ist all around scheiße. Ja, aber in Waldstrecken gibt es ja nicht so viele enge Kurven, deswegen geht's da vielleicht noch. Was meinst du, wie eng die bei diesem Auto auf einmal sind? Ja, stimmt, dass die Geschwindigkeit höher, dann wirkt es auf einmal wieder enger. Ja, yeah, die Geschwindigkeit ist auf den Strecken höher und das steuert das lustige Auto ja noch mehr, als es ohnehin schon tut. Ja. Gottes Willen. Ja,
aber trotzdem eine Kurve, die Doppelkurve zu weit innen gefahren, natürlich. Jetzt kommt Hammerschmidt. Was? Ja, eine Band. Du hast das Radio sowieso nicht, also whatever. Ist mir ja aufgefallen, als ich deine Videospur, deine Audiospur mal bekam. Ja, ich hab nicht gewusst, dass es eine Band gibt, die so heißt. Ja, jetzt weißt du es. Gab's nicht auch einen Rennfahrer, der so hieß? Oder? Bin sicher. Oder was? Ein Skifahrer? Das ist ein Cheatfahrer? Ja, natürlich, der cheatet. Und zwar in real life. Der hat es optimiert, der benutzt nur noch Cheat Engine, der benutzt gar keine Spiele mehr, nur noch Cheat Engine. Ja. Dein Spiel ist die Cheat Engine. Genau. Mann, der kann ja noch nicht mal auf Rot, der Ferrari. Was kann denn der überhaupt? Na, schön in der Garage rumstellen. Hauptsache von Hammerschmidt, das Lied heißt Hammerschmidt. Ja, siehst du. Es wäre, als ob Rammstein ein Lied rausbringen würde, was Rammstein heißt. Ist ja nicht so, was das war gibt das? Es. Warte, das war das im zweiten Album von dem? Ich glaube, ja, ne? Ich glaube sogar schon beim zweiten Album, ja. Nee, beim ersten sogar schon. Bei Herzeleid? Bei Herzeleid, ja, da ist was drauf. Ich dachte, das wäre damals bei Dingens gewesen, bei Sehnsucht oder so. Nee. Das ist bei Herzeleid drauf. Ach, dieses Auto gibt mir auch Herzeleid hier, ne? So wie keine Autos sind, das ist der Masse unter Steuer, das ist doch nicht mehr normal. Das sagt er und ich fahre gegen die Wand, danke. Ja, jetzt weißt du, warum du es getan bist. Guck dir mal dieses Auto an, ne? Angucken wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Naja, so hübsch ist der jetzt also auch. Also hübsch finde ich ihn auch nicht, ne, aber... Also besser als der Rennpappe. Er hat halt keine positiven Eigenschaften, dieses Auto. Also die Rennpappe, du erwähnst die Rennpappe so oft, es scheint mal deine Lieblingskarre. Ja, genau, das ist so ein Extrem, also wer fährt mit sowas ein Rennspiel, das ist schon... Rennkacke. Der Vito 4500 hat ein i2 auch. Also meckern wir nicht über die Rennpappe, wenn es auch ein 4500 gibt. Nö, ich mecker ja nicht. Die ist lustig. Im Gegensatz zu diesem Auto. Ja, das Auto ist ja auch indiskutabel scheiße. Ich hab gerade in eine Kurve gedriftet. Oh. Ja, ich mache hier spannende Dinge mit meinem Auto. Hä, was ist denn jetzt das hier? Oh Gott. Die dritte Runde habe ich ja albtraumhaft begonnen. Es war abgesehen davon, dass alle Runden Albtraum waren, aber... Ich kann mit dem einfach nicht, ey. Zum Glück haben die Bänke keine Kollision. Warum City Island ist immer so lang? Das lang ist ja nicht schlimm, aber wenn die Strecke jetzt noch toll wäre, ne? Die Strecke ist super. Ja, wäre die Selbstmordabkürzung nicht da, dann wäre sie das. Ja, ohne besser langweilig. Da kann man ja auch was anderes machen, was schwierig ist. Warum denn so eine Folterscheiße? Weil sie sich dachten, ach, das wird Dennis irgendwann mal spielen. Ja. Wir hätten das Ding ja gerne drin haben können, aber warum haben sie das so gemacht, dass das die schnellere Variante ist? Naja, um dich zu quälen. Nein. Oh, wow. Alter, Invisible Wall. Wow, herrlich. Also, das heißt, ich kann jetzt kommen. What the fuck? Okay, liebes Spiel. Beim Wald hier, dann ist das denn, ey? Am Ausgang von diesen Strohhüttenabkürzungen, beim letzten Ausgang, auf einmal stand ich. Weißt du, was ich aber komisch finde? Warum trifft euch der Bug so häufig und mich eigentlich so gut wie nie? Das ist doch komisch, da muss das ja irgendwas auslösen, diesen Bug, aber was? Ja, normalerweise ist es einfach die Linie, die du fährst. Und manchmal trifft es halt eben den richtigen Pixel und manchmal halt eben nicht. Also meistens halt nicht. Ich find's halt komisch, weil wie selten hab ich den Bug und wie oft habt ihr den komischerweise? Also den oder? An der Stelle kann ich mich jetzt aber auch nicht erinnern.
dass ich den jemals gesehen hätte. Diesen Flugbug vorhin, den hatte ich auch zum ersten Mal. Der unsichtbare Wandbug toppt hier echt erschreckend oft, leider. Ja, das Normale ist ja, dass die immer an der gleichen Stelle sind und dann irgendwann weißt du die Stellen und weißt, wo du nicht langfahren darfst und dann ist wieder gut. Aber den sagt mir jetzt auch nichts. Ja, da müsste man echt mal an die Strecken geometrisch Platz ziehen, aber tja. Viel Spaß. Ja. Das ist das Problem. Mann, Streckeneditor ist so ein Traum. Ich würde so gerne eine Gerade haben, wo ich die Autos ausfahren kann. Einfach mal eine Strecke haben, wo man die Topspeed fahren kann. Das ist doch nur mein einziger Wunsch. Ja, aber... eigentlich ist völlig egal, oder? Also, nee. Was bringt dir das? Was? Der Dings kannst du ja ausfahren, die Klasse 5. Ja, super! Ah, den Crown Victoria kannst du auch ausfahren, haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Ja. Das kannst du auch machen, du kannst die Wagen ein bisschen editieren. Zum Beispiel könntest du sagen, nimm dem F1 LM die obersten, der hat nur Gänge 1 bis 3, dann kannst du den auch ausfahren. Toll. Ich würde ihn aber gerne uneditiert ausfahren. Aber dann willst du Strecken editieren dafür, ja? Ob das zählt? Ja, die Coastal Parklands gerade einfach ein bisschen länger machen. Dann kann man die Autos so rausfahren. Ja, dafür ist das jedes Rennen langweiliger, nur damit du einmal den Wagen ausfahren kannst. Langweilig? Alter, wir haben Need for Speed 2 Outback-Strecke, während zur Folge davon, die Rennen sind nicht langweilig. Jedes Rennspiel sollte wenigstens eine Strecke haben, wo man die Topspeed der Autos ausfahren kann. Ja, das wäre mir relativ schnuppe. Nee, mir nicht. Ich finde das scheiße. Okay. Dann beschwerde ich jetzt bei EA. Los. Naja, die hören ja selbst bei den modernen Spielen nicht auf die Community. Was soll denn dann bei einem Spiel von einem toten Studio passieren? Ich denke, das soll mal eine Remaster machen. Oh, Kork, krieg doch die Kurve, ich war doch schon auf 100 km/h, bitte. Wie viel untersteuern willst du denn noch? Komplett. Ja, das tut er auch, echt regelmäßig. Aber laut Meteor ist hier ja noch nicht mal die originale Reifengröße bei den Frontreifen drauf. Der originale Wagen hat 2,55er Reifen und EA hat 2,35er Reifen aufgezogen. Aha. Ja, hat Meteor gesagt. Ja, aber er sagt, stimmt dann also. Ja, was heißt denn? Nee, der originale? Nee, das stimmt schon. Die Autos haben immer 3-4 verschiedene Größen, wie du die haben kannst. Und Meteor hat ja Webseiten, wo die Daten des Originalfahrzeuges stehen. Du kriegst ja im Typenschein, kriegst du stehen bei jedem Auto mindestens 3-4 verschiedene Größen. Also Reifen sind ja Sachen, die man wechseln kann, ne? Ja. Es ist völlig egal, was die. Von den normalen Autos weiß ich, Ferrari habe ich nie Typenschein gesehen. Ich denke mal wirklich, dass die absoluten Seriendinger meisten, die heute so wie der Wagen verkauft wird, quasi. Also, wenn du einen Ferrari kaufst und andere Reifen haben willst, ich glaube, das machen die dir. Ich sicher. Ja, aber wer will denn kleinere Reifen drauf haben? Keine Ahnung, wird es dann billiger? Sicher billiger, ja. Ja, billiger schon, aber wer sich Ferrari kauft, achtet nicht auf den Preis, glaube ich. Ja, doch, doch. Doch, doch. Ein Satz Reifen mit Felgenkosten für einen Brabus 10.000 Euro. Ja. Für Ferrari noch mehr. Hauptsache, du weißt den Preis einfach mal eben so. Das habe ich heute geschaut auf YouTube. Ja, musst du den Ersatzreifen kaufen, alles klar. Wie viel war noch ein Satz Formel 1 Reifen? Ich glaube 50.000 oder so. Ja. Ich glaube irgendwie sowas war das. Ich hab's mal gewusst. Ich glaube 50.000 für einen Satz Formel 1 Reifen. Ja.
Noch fast wie geschenkt, oder nicht? Ach, jetzt wurde ich noch gefoltert in der Abkürzung. Die ist ja auch... Ach nee, selbstmordet, oder? Jetzt vergesst du es schon wieder. Ja, das ist Selbstmord. Ja, dann wurde ich nicht gefoltert, dann wurde ich geselbstmordet. Du wurdest geselbstmordet? Ich wurde geselbstmordet, genau. Das ist interessant. Yep. Geselbstmordet. Das war so klar, dass das passieren muss. Ich dachte, dass er sich geselbstmordet wird. Das war klar, dass du dich selbstmorden lassen wirst. Sonst hieß die Abkürzung ja auch nicht so. Okay. Ja, klar, der Dreher musste ja heute auch noch sein, natürlich. Muss ich ja mit jeder Karre einmal machen. Ein Metal-Cover von einem zurück, zwei Song haben wir hier gerade. Nie gespielt, übrigens, das Spiel. Echt mit dem Gas lupfen, weil sonst kriegt er die Kurve. Och ja, was sollte der Move denn jetzt? Meine Fresse, die fünfte Runde ist die komplette beschissenste Runde überhaupt. Okay. Ja, bei mir auch. Na, die war es jetzt bei mir nicht. Aber dafür manche anderen. Die dritte Runde war der Albtraum bei mir. Der Albtraum. Ah, gestanden, ich hab schon die 50 Runden verloren. Der Runde war halt wirklich mies. Boah, wie weit bist du denn mit deinem Auto vorgefahren? Holy moly. Tja, siehst du, wie Schwung ich hatte. Nicht mal beim Parken kommst du an mich ran. Aber ich... Naja, ich stehe genau hinter dir. Also ich hätte nur weiter links gemusst, hätte ich genau passend eingeparkt. Na gut, an mich ran kommst du schon, ja. Gucken, wie weit Ravage rollen kann. Hup kann er zumindest. Och, wo packt der denn? So. Wenn ich TV anschaue, wie er reinfährt. So wie TV, du geparkt du hast, das ist aber nicht gut für deine Reifen, ne? So genau am Bordstand da. Nee, so würde ich das nicht machen. Ne? Auf Dauer ist das nicht gut für deine Reifen. Mit deinem Auto. Ja, gut, die Runde ist zu Ende. Ich meine, das Rennen ist zu Ende. Die Reifen kommen jetzt eh weg. Glückwunsch, du hast das Rennen gewonnen! Boah, 3-3 fährst du mit dem Drecksding, okay. 4 Sekunden. 5 Sekunden verloren in der letzten Runde. 6 Sekunden. Okay, ASAC-mäßig war da noch gar nichts aufgestellt. So. Ah. So. Jetzt. So, lass mich mal Rennen 4 machen, Windows, danke. So. Mit dem Ford TS50. Oh, sehr gut. 6 Runden lang. Oh, die totale Scheiße. Aber danach kommen nur noch gute Rennen. Das ist der Vorteil in der Sache. Also ich brauchbare glaub, Autos. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir die totale Scheiße besser gefallen wird als der Bacchetta. Aber mal ja, gucken. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es ist das Dennis? Zweitschlechteste Auto. Oh, sagt er schon. Oh, was ist das denn da für eine Reihenfolge? Eine verkehrte. Da schiedet schon wieder einer. Hä? Ja. Nee, was war jetzt? Du bist der nochmal dran, der hat gerade nochmal neu angesetzt. Weil Dennis wollte irgendwie hinter dir fahren, wieso auch immer. Oder so. Einen Weg nicht kennt. So. Daran wird's liegen. So, jetzt mal Vorwind. Oh, das Ding ist auch gut. Ah, ja. Ich sollte den Start vielleicht nicht verpassen. Naja, wenn die Musik gerade so gut ist, ist man da, dann muss man schon zuhören, ne? Ich bleib erstmal stehen am Start, weißt du? Aber so viel hat's gar nicht ausgemacht, wie es aussieht. Ja, entweder du bist wieder vor mich gekommen oder es war Laggy.
Nee, ich habe definitiv zu spät aufs Gaspedal gedrückt. Aber vielleicht war es dann doch noch nicht ganz so dramatisch. Aber im Video wirst du sehen, wie spät ich das Gaspedal gedrückt habe. Definitiv zu spät. Und die totale Scheiße scheint die bisher ja totale Scheiße zu finden. Naja, der fährt. Oh, ohne Witz, der Wagen fährt sich mir besser als der Bacchetta gerade. Alter. Oh Gott, ist so knapp. Ich hab fast zu weit umgefahren. Oh, das fand ich cool. Yeah, der ist cool. Ich hoffe, du meinst den Song. Und nicht das Auto. Ja. Na gut, ist der totale Scheiß natürlich nicht, aber es ist besser als der Bacchetta. Bacchetta ging ja mal gar nicht. Die haben so bestimmt 2,54er Reifen genommen. Habt ihr das mit diesem Lego-Auto gesehen, was die gebaut haben? Also vor einem Jahr oder irgendwie sowas. Ein Lego-Auto in Größe 1 zu 1, also Originalgröße. Wer hat das gebaut? Das will. Ja, Lego, also genau die Firma, die das Zeug rausbringt. Ja, welches Auto haben die gebaut? Ach, ja, ich überlege gerade. Es gibt doch irgendwie so ein Auto, was 1000 PS hat oder sowas. Bugatti Veyron. Ja, da gibt es ein paar. Mittlerweile gibt es da ein paar mehr, ja. Was Ravish sagte, sagt mir gar nichts. Ach, das ist so ein hässliches Ding, das vertiefte Hässlichkeit kaum zu übertreffen ist, aber ja, den gibt es. Was gibt's denn noch? Das kenne ich nur. Oder waren es 1000 Newtonmeter? Königseck gibt es. Nee, irgendeine bekannte Firma, es fällt mir nur gerade nicht ein. Welche. Königseck ist keine bekannte Firma, okay. Ja, also Audi. Bei Rennspielen vielleicht schon, aber frag mal wen auf der Straße danach. Keine Ahnung, okay, das wird mich überraschen. Frag deine Mutter, ob sie Königseck-Autos kennt. Citroën. Ja, der Citroën mit den 1000 PS, der war's. Genau, den haben sie nachgebaut. Ich wusste gar nicht, dass Citroën auch Flugzeugmotoren gebaut hat, aber okay. BMW hat Flugzeugmotoren gebaut. Nee, Lambo oder irgendwas in der Art, ich weiß es nicht mehr. Ja, zumindest haben sie den 1 zu 1 nachgebaut. Die haben halt schon für die Unterkonstruktion ein paar Stahlteile benutzt. Aber der Motor ist aus Lego-Motoren, ganz, ganz, ganz viele davon halt eben. Die Reifen sind original, da haben sie halt eben gesagt, dass die Reifen Schweinegeld kosten. Und das Ding fährt. Und dann haben sie sich irgend so einen, ich weiß auch nicht mehr genau wen, einen Le Mans-Fahrer, aus dem deutschen Fahrer organisiert, der in Le Mans schon ein paar Mal mitgefahren ist. Und haben das Ding fahren lassen. Okay, nur mit so ein paar 20, 30 km/h oder sowas, aber fährt zumindest. Der ist fast schneller als der Bacchetta. Ja, das kann sein. Wahrscheinlich auch ein besseres Handling. Oh, ist das jetzt Moonlight Asylum? Ich glaube schon, ne? Ja. Also, dass du hier so vor mir rumnervst, das machst du absichtlich, oder? Na klar, natürlich. Ja, dann unterlass das doch bitte mal für die nächsten, letzten Runden. Ich versuche ja schon das Gas wieder durchzutreten, aber vielleicht musst du das Gas wieder mal ein bisschen lockerer lassen. Nee. Okay, das war wohl der falsche Gang von mir, wenn du kommst. Oh, oh, oh. Da hätte man vielleicht Automatik fahren sollen. Hab ich nicht. Ja, aber vielleicht hätte ich dann eine bessere Chance gegen dich. Oh, weiß man ja nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht hättest du auch mit Joystick fahren sollen. Vielleicht hättest du dann auch eine bessere Chance. Man weiß es nicht. Nee, ich glaube eher nicht. Ja, aber man weiß es nicht. Ich weiß es, glaube ich, schon vorher. Ja, warum weißt du dann mit dem Manuell nicht? Ja. Ich fahre dieses Auto nicht so oft, aus irgendwelchen unerklärlichen Gründen. Weil es totale Scheiße ist? Ja.
Oh. Oh Mann, dieser Ach Stein, Gott. Ey. Ja, ich habe dafür erstmal einen ordentlichen Drift eingelegt. Irgendwann nehme ich diesen blöden Stein damit. Den hätte ich automatisch fahren sollen. So oft, wie ich hier vom dritten und vierten Gang unsicher bin, welcher der richtige ist. In den zweiten. In den ersten. Oder rückwärts. Rückwärts ist auch gut. Weil wenn man so unschlüssig mit dritten und vierten Gang ist, dann könnte Automatik eventuell sogar besser sein. Also ich oder fahr die ganze Zeit im höchsten Gang überhaupt, damit die Geschwindigkeit richtig Probleme macht. So. Fahr doch einfach mal aus. Und wir fahren HP2. Ach ja. Also ich bin die meiste Zeit im vierten. Sogar die Automatik hängt die ganze Zeit im vierten fast durchgehend. Aber... Ich glaube wirklich, dass der Automatik sinnvoller gewesen wäre. Zumindest auf dieser Strecke hier. Wann schaltet die Automatik denn? Bei welcher Drehzahl schaltet sie den nächsten höheren Gang? Kurz vor 6000. Und wie viel? Kurz vor 6. Kurz vor 6? Ja. Kurz nach 6 oder 6,5 oder sowas, ja, ist der Begrenzer. Ja, je nach Gang, ist nicht immer gleich. Oh, okay. Ja, dann wäre es vielleicht echt okay, weil bei 6,5 ist die Begrenzung schon. Also mehr geht sowieso nicht. Ja, aber bei Automatik hast du halt eben halt diesen. Genau, keine Verluste. Und deswegen, wenn man ständig unsicher zwischen dritter und vierter Gang ist, könnte die Automatik hier schneller sein. Ja, aber dann beende deine Unsicherheit. Ich bin nicht unsicher. Ja, das Problem ist, dass es so viele Stellen gibt, wo er im dritten Gang eben halt schneller wäre, wenn dieser Powerloss nicht wäre. Aber so bin ich da halt eben halt unsicher. Ich weiß nicht, welche Stelle meinst du denn zum Beispiel? Ja, viele, weil... Ja, sag mir eine. So, weil unter 140 ist eigentlich schon wieder der dritte Gang angesagt. Komm, dreht's mal so. Ja. Also gerade mal geschaut, bis 160 geht der dritte. Dann deswegen, ist unter 140 schon der dritte angesagt, ja. Deswegen... Ja, aber sag mir eine Stelle, wo ist denn das? Ach, oh, keine Ahnung. Ja, also wenn es viele Stellen sind, dann guck halt, wenn du die nächste erwischt und dann... Wirst du sowieso sagen, dass du den vierten fährst, egal welchen. Kommt drauf an, keine Ahnung, kommt drauf an. Wenn du die Bergaufpassage meinst, dann nein, die fahre ich nicht im vierten, also die Serpentinen. Ja, das ist mir schon klar. Siehste? Das hätte mich auch schwerst gewundert. Wenn du das getan hättest. Die fahre ich nämlich im fünften. Ja, sicher. Sag doch gleich, dass du das im sechsten fährst. Nee, hat keinen sechsten. Also, ach, weiß ich. Nee, keine Ahnung, habe ich einfach überhaupt. Weiß ich nicht, habe ich nicht getestet. Aber ich denke mal, dass der wirklich keinen sechsten hat. Wir können es ja probieren. Wir können es probieren, ja. Hat keinen sechsten. Nee, hat er auch nicht. Hab ich auch eben mal getestet vom Ziel, aber hat er nicht. Ach, jetzt macht gar nicht Ziel. Naja, so Startziel ist hier schon, aber nicht die letzte Runde. Warum habe ich jetzt gedacht, dass wir die letzte Runde ist? Scheiße. Na gut, du warst sowieso vor mir. Genau genommen ist es sogar noch eine danach. Aber das hier ist jetzt die letzte. Das ist die letzte jetzt. Ich wollte dir ja nur ein bisschen Vorsprung geben. Der war nicht genug bei dir. Nee, der war wirklich Gott. Ein bisschen wenig, das stimmt. Du hast dich ja sicher fühlen. Das ist die Taktik. Jetzt fühlst du dich sicher und brauchst dadurch einen Fehler. Nee, ich muss
die verlorenen, was waren es, 15 Sekunden oder sowas von vorhin wieder einholen. Ach, wieso dachte ich jetzt eben, dass wir jetzt zurück gewesen sind? Ist er ja froh, dass da kein Baum stand, gegen den man fahren kann. Ja, da kann ich wirklich froh sein, ja. Was? Was war das? Hat er einen kleinen Luftler gehabt. Vielleicht müsste man lieber mal erklären, dass bei der letzten Runde so eine Ansage kommt, die da lautet: Letzte Runde. Ja, aber willst du ihm das wirklich verraten, dass er das weiß? Nope. Aber manchmal vergisst der Ansager das zu sagen. Ja, dann musst du erst recht weiterfahren. Solange ich abgewunken wird, bis er dir sagt: Letzte Runde, so. Genau. Oder manchmal sagt er das auch zu früh, weil man mich jetzt in einem laufenden Rennen. Nur beim Beobachten. Ja, beim genau. Beobachten. Dann sagt er auf einmal letzte Runde, wo es ja. Schon längst vorbei ist. Genau. Aber es ist nur mal beobachten, das ist okay. Dem Fahrer sagt das richtig. Hm. Oh, ich habe zum ersten Mal die Serpentine richtig angebremst. Okay. Der bremst irgendwie so scheiße, er musste irgendwie so einen halben Kilometer früher bremsen gefühlt. Als bei anderen Autos. Weil sich 1,7 Tonnen nach vorne schieben, wenn du bremst. Das bremst sich dann nicht so gut. So, und jetzt gleich nach Startziel, dann bleiben wir ja da stehen und warten dann, ne? Weil es ja jetzt vorbei, das Rennen, ne? Weil es ist ja die letzte Runde. Nee, jetzt ist es mir gedämmert, dass es nicht war. Achso, was dem ich jetzt, ey? Ah ja, das Schiff schwimmt gut. Ist ein guter Schwimmer, das Auto. Immer eine Handbreit Wasser unter den Reifen. Ich glaube, ich bin nur so schnell gefallen, weil ich dieses Auto loswerden wollte. Ja, dann hätte ich ja schon 2 Runden näher am Ziel sein müssen. Also, du magst es anscheinend, hast du vorhin gesagt. Ist nicht so schlimm wie der Barchetta. Das stehe ich auch nach wie vor zu. Der Baguette ist ja... Ja, dieses Baguette-Auto. Ja, gutes Echo, ne? Jo. Nur 4 Leute heute. What the fuck? Das Spiel ist in IPL so beliebt und hier 4. Ja, also meine zweite Dönerwette hätte ich offenbar auch verloren. Also ja. Wie das
Diebster oder Pete noch auftauchen um 9. Das Ding hat erstmal ein Hubkonzert bekommen. Was habe ich bekommen? Ein Hubkonzert. Ach so. Was sagt Asak? Noch nichts aufgestellt. Recht ähnlich. Aber da war ich beim Üben schneller. So, jetzt habe ich mal die FPS-Anzeige an für die nächste Strecke. Oha. Also ich habe 120. Gecapped auf. Sagst du dir gleich dann, wenn der hier mal ausgetauscht hat? Alter, echt? Bei mir war er noch auf der alten Strecke am Drehen. Du sagst schon von austauschen. Das ist unfair. So, was haben wir denn? 120. Was hat er? Ich guck gerade. Jaguar. XK, ja. Zweimal nacheinander. Dreimal hintereinander. Nee, zweimal. Also jetzt und gleich nochmal dann. Und danach ist Wine Country rückwärts. 8 Runden. Das welche kommt. Farbe? Rot. Also ich. Nee, das ist nichts Neues bei dir. Ja, ich könnte ja auch mal rot nehmen. Lila. Vielleicht nimmst du auch mal. rot. Ich hab mal lila genommen. Na gut, dann nehme ich rot. Wenn sie wie das will, ausnahmsweise mal extra cool, special. Cool, dann nimm mal rot. Ja, wenn du dir das wünschst. So. Ja, ein dunkles Lila. Ich bin lila. Aber ein sehr dunkles Lila. Ja, kann sein, aber lila. Ja, das stimmt. Sprintrennen. Oh, die blauen sehen aber gut aus. Ich bin bei 119 unten laut Anzeige. Ja, ich bei 80. Was? So wenig. Komisch. Es sollte mehr sein. Das geht aber auch nicht höher. Er schwankt zwischen 118 und 100. Okay, jetzt ist er höher gegangen plötzlich. Auf 180. Was hast du denn überhaupt für eine Grafikkarte? War da nicht kaputt gegangen, diese 1600? 1060. Ja, 1060, aber die muss mehr FPS packen als das. Jetzt geht er plötzlich auf 200. Das Ding ist schon halbwegs besser. Jetzt ist er wieder bei 120. Jetzt wieder bei über 200. Je näher ich zu euch komme, gehen so ein bisschen runter. Cool. Ja, ja, also ja, die. Ja, ja wenn, Gegner... wenn kein Auto 40 ist, dann ist es mehr. Das ist deutlich mehr. Ja, wenn ihr in der Nähe seid, bin ich bei 118, 119. Wir versuchen ja schon wegzufahren. Gib uns doch etwas Zeit. Ja. Alles was für die Framerate. Das ist das Höchste, was ich bis jetzt gerade hatte, war 297. Achso, hast du deinen DG gut auf die DX11 gestellt, Stevie? Ja. Hast du? Sehr gut. Hattest du mir geschrieben gehabt? Ja, ich wusste nur nicht, ob du es auch schon umgesetzt hattest. Zwar erst heute, aber ja. Das noch dran gedacht? Wow, nicht schlecht. Weil das löst das Problem mit OBS. Warum auch immer. Ja, OBS mag in letzter Zeit DirectX 12 nicht. Das ist merkwürdig, aber zumindest sonst. Von DG Voodoo ist, war keine Ahnung. Okay, ihr seid aus meinem Blickfeld raus, 297. Das klingt schon besser. Jetzt bin ich im Tunnel kurz bei 309. Ja, gibt's weniger Objekte zu rendern. Ist zwar keine 800, aber ich hätte so 500 ja, bei dir schon vermutet. Ich kann nur das sagen, jetzt bin ich gerade bei über 300 Platz ist. Ja gut, dann schafft der Hardware nicht mehr, aber ich hätte vermutet, dass so 500 drin sind, aber wohl nicht. Wäre mit der 1660 super bestimmt gewesen. Gehe ich mal von aus. Also ich habe mit der 1660 super nur 120. Gut, aber zum einen ist gecapped und zum anderen ist der Rest der Hardware die Bremse. Hier, sag mal, Ravage, was ist denn los? Willst du nicht auch bessere FPS-Zahlen haben? Ich hab 143 immer. Ja, mach ein bisschen mehr Abstand, dann hast du auch bessere FPS. Nee, bei mir, ich hab das begrenzt, den Grafikkartentreiber. Bei HP2? Ach nee, du hast den G-Sync-Monitor, ne? Ja. Ja, nee, dann macht das Sinn. Nee, dann macht das Sinn. Du hast das Rennen. Sonst kommt die Anzeige das Steering wieder, ja. Was kommt? Was kommt? Was? Steering. Über, wenn ihr mehr habt. Ja, nee, und G-Sync hat ja so ein. Ja, das ist natürlich. Ich brauche auch endlich mal einen G-Sync-Monitor und vor allem mit mehr Herz, ey.
Muss ich mir endlich mal holen. Ich will mehr Herz haben als 60. 60 ist gruselig. So. Jetzt haben wir Winecarns für die gleiche Karre auf 8 Runden. Yeah. Wow. Ich bin aber auch ein bisschen schüttelig heute, ne? Ich weiß, dass das Jaguar nochmal kommt. Ich gucke nach, welches Auto statt die CT zu wechseln. So. Und es ist Wine Country rückwärts. Viel besser als vorher. Nur aber. Gut. Ja. Nutze ich den in der Farbe, so. Gibt's keinen Roter. Jetzt fahre ich den in Blau, genau. Was letztes Mal schön aussah. Ist ja verrückt. Lass mich raten, Kirche, warte. Fährst du in Rot? Na gut, wenn du es willst. Aber nur für dich. Ja! Hupe geht auch noch. Ja, das ist das Blau, was ich schön fand. Okay. Ja, warum fährst du dann selbst? Du siehst es nicht. Ja, aber ihr seht das. Das nicht lange. Mir. Nicht lange. Das ist richtig, nicht lange. Ja, bei dem einen in die eine Richtung und in die andere Richtung. Ja. Das ist zumindest die Hoffnung, ja. Nein. Doch. Da habt ihr sogar noch gebremst. Ich hab's genau gesehen. Beide gebremst. Warum denn das eigentlich? Weiß ich nicht. Und dann trotzdem nicht gekriegt. Das ist flat. Ja, das geht Vollgas. Ja. Nur ging es nicht, sonst wäre ich ja nicht gegen die Wand gefahren. Doch, ne? Es geht flat. Du musst nur die richtige Linie treffen. Ja, das geht definitiv flat. Genau genommen geht die ganze Strecke flat, glaube ich, oder? Keine Ahnung gerade. Oh, nicht mit vorbereiten, sicher. Wo bist du denn jetzt her? Ich bin im vierten geblieben. Interessant. Das hättest du mir mal lieber nicht verraten sollen. Nee, ne? Acht Runden! Och, scheiße, das hatte ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ich sag noch 8 Runden! Oh Mann, der wäre bestimmt nach der zweiten Runde oder so irgendwo wieder abgeflogen und hätte gesagt, oh, geht noch weiter? Ja, jetzt einmal in meinem Rennen erreicht, das muss nicht mehrfach sein. Nee, es muss nicht, aber es wäre wieder lustig. Das glaube ich dir. Es ist ja lustig auf Jonas Bildschirm aus, wo das mit dem Wald war. Oh, sah das so lustig in Jonas Video aus. Holy shit, war das geil. Fährt das Auto auf einmal ab in den Wald. Vollkommen motiviert. Es war genial. Wer das nicht angeguckt hat, der hat was verpasst. Naja, also so spektakulär ist vom Angucken jetzt auch nicht. Die Story ist halt lustig. Doch, ich fand das sehr lustig auf 120, dass das so geil aussah. Alter Schwede. So völlig dämlich und unerwartet, aber so war es ja auch. Musst du übrigens den sechsten Gang hier benutzen? Nein. Doch, der ist gut. Das durchgehend, egal wo. Den sechsten Gang benutze ich nur, wenn es steil bergauf geht. Warum will er denn unbedingt gegen die Bäume fahren? Was ist das denn? Vielleicht hast du kein Bio-Auto und will die Bäume loswerden. Der ist schnurstracks drauf zu. Die ging nicht Vollgas. Ach, die geht Vollgas, aber ich hab sie leider nicht gepackt. Au. Ich hab jetzt zweifelig, dass das in der schnellen Runde noch Vollgas geht. Aber mal gucken, ob du damit irgendwann Erfolg hast. Ich wäre gespannt. Aber ich kann's mir nicht vorstellen. Challenge accepted. Jo. Und du freust dich schon, dass ich dauernd crashe jetzt. Jo. Ah, gebremst, Feigling. Ah, gut, das war aber ganz minimal. Das war so minimal, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Okay, weiter geht's. Hopp. Oh, jetzt kommt er. Warum? Warum jetzt hier? Welchen Gang bist du? Ja, beim Runterfahren war ich im fünften. Ja, jetzt war ich mal im vierten. Ich wollte mal wissen, wo das Limit eigentlich ist vom vierten, aber da kommt immer irgendwie noch ein bisschen was.
209 oder vielleicht sogar 210 habe ich gesehen. Was, im vierten? Okay, ja, im vierten. Crazy, okay, dann muss man wahrscheinlich sogar einen Berg runterfahren. Vielleicht ist der vierte, der fünfte einfach komplett für den Arsch, keine Ahnung. Keine Ahnung, also bei uns schaltet der bei 201 oder 202 im fünften. Oh, das ist ja auch relativ spät. Ja, da war ich vorhin viel zu früh im fünften. Bei 200 habe ich auch im fünften geschaltet, also von daher, ja, war wohl zu früh. Na gut. Was ist denn das für ein Song? Guck doch nach. Der fängt komisch an. Das ist die letzte Runde Crash in den Baum Song. Ach so. Ja, der hört sich irgendwie komisch an. Wo kommt der her? Mal gucken, wie er sich entwickelt. Oh Gott, ja. Wolltet ihr bei dieser auch so untersteuern auf einmal? Ja, aber ich bin tapfer auf dem Gas geblieben und hab's überlebt. Oh, hast du eine gute Linie gehabt, ja. Holy fuck. Das war aber auch knapp. Also hier ist definitiv Fünfer, hier ist deutlich schneller. Ja, ja, das ist klar. Und flat. Sehr interessant. Dann muss ich das wohl auch mal versuchen. Wird mir wohl keine andere Wahl bleiben. Naja, musst du jetzt nicht. Och Gott! Und jetzt flat? Die Rechtskurve? Ich bleib dabei, die Strecke ist komplett flat. Diese eine Rechtskurve habe ich respekt. Genau diese beiden Stellen sind die geilen Stellen an Wine Country rückwärts. Und mit dem Auto geht es jetzt doch halbwegs. Und das geht beides auch mit dem CLK und da ist es die Hölle auf Erden. Ja, mit CLK, da traue ich mich das gar nicht. Nö, würde ich jetzt beim Rennen auch nicht machen, aber ich weiß, dass es geht. Ja, ich habe es auch schon mal hinbekommen, weil ich traue es mir nie. Weil ich da ganz oft Scheiße baue. Echt kritisch. Okay, der komische Song hat auf jeden Fall nicht viel geboten. Was auch immer das für ein Ding war. Auto kann einen schon Angst machen teilweise. Knapp ist in manche Stellen drin will. Ja, trotzdem besser als Barchetta. Ja, der wäre gegen die Wand gefahren. Tja. Wollte ich jetzt zu viel. Da wollte ich zu viel. Die Wand gescheppert. Boah, da musst du mal richtig schön früh einlecken, um die Folge zu kriegen. Die Stelle habe ich bisher noch nicht geschafft, weil ich da die Runde sowieso zu spät eingelenkt war. Kannst du noch mit weniger Driften hinkriegen, um wirklich schnell zu sein? Da kann man's. Das ist okay, ich bin zu voll gefahren, what the fuck. Und ich weiß noch nicht, wo ich nach Start-Ziel wieder in vierten runter soll.
bei Vorstart viel ist es schon 2,20 oder schneller irgendwie, da lohnt sich der Fünfte. Aber irgendwo danach musst du wieder in Vierten. Ja. Und ich weiß nicht wann. Ja, vielleicht wäre dafür sogar schon echt die allererste Kurve nach Startziel gar nicht so schlecht. Das macht die Kurve einfacher. Und danach kommst du auch nie wieder über 2,10, glaube ich. Zumindest nicht, wenn du im Fünften bleibst. Ja, bei dem einen Backup, da kommst du ins 210, aber würdest du in den Fünften schalten, dann bist du wieder langsam. Genau, genau, da habe ich auch schon von Anfang an aufgegeben. Das, da bist du zwar kurz im Begrenzer im Vierten, aber du wirst nicht schneller im Fünften. Ja. Das hat also kein Zweck. Du kannst auch gleich im Vierten bleiben. Ja, würde ich auch sagen, erste Kurve, Vierten. Glaube ich auch. Ich habe die Kurve zwar gerade scheiße genommen, aber ich denke trotzdem, dass es die richtige Stelle ist. Oh, Drift, Drift, Drift. Oh, scheiß Winkel. Naja, der Drift regelt. Und der war noch nicht mal schlimm an der Stelle, der Drift. Das war in Ordnung. Passt schon. Boah, jetzt ziehe ich aber schon das komplette Bergabstück im Begrenzer vom Vierten. Ja. Weiß nicht so recht, was man machen soll, ne? Habe ich eben auch schon hinter mir erlebt, ja. Ich werde nochmal am Fünften versuchen, vielleicht ist es doch, dass man über 210 kommt, wenn man es gut trifft. Ja.
212 hatte ich die eine Stelle jetzt. Was jetzt so der Bringer ist. Der 5. ist einfach Schrott. Und bauen aus, Spartgewicht. Also ich kann ihn dir nicht empfehlen, außer bei der Startziel-Ding-Bereich. Ja, also vor Startziel. Ja. Ich probiere es aber nach Startziel. Bin gespannt auf deinen Bericht. Also ich habe damit eher keine guten Erfahrungen mitgemacht. Ja, ich glaube, das Problem ist, du musst diese Kurve nach Startziel echt gut treffen, sonst bringt der 5. sowieso nichts. Und ja. Oh, die Stelle habe ich jetzt aber mal am besten bekommen in dieser Runde. Das Kurvengeschlängel vor den drei Sprüngen. Oh, ich hab die Kurve mal voll bekommen, wow. Hab die Startziele dann nicht bekommen, so gesehen war der 5. Test für den Arsch. Oh, die Runde davor war gut. 35, 76. Ach Gott! Na klar, natürlich. Ein bisschen schneller kam ich jetzt mit dem 5. runter, aber dafür hat das Ding gegen die Wand übersteuert. Ja, das ist aber das Problem. Sobald du eine Stelle schneller kriegst, wird die nächste gefährlicher. Kurvengeschlinge vor den drei Sprüngen habe ich jetzt definitiv besser drauf. Drei Sprünge? Hast du drei Sprünge gesagt? Mhm. Ja, ja, bei dem Auto jetzt nicht, aber diese drei Berge halt vor dem Tunnel. Davor ist das ein Kurvengeschlinge. Die letzte Runde. Ah, wieder jemand berührt, wieder 5. Gang Test für den Arsch. Dann halt nicht. Dann werden wir es halt nicht erfahren. Ah.
Okay, ich hab die erste Kurve jetzt tatsächlich auch noch heute. Das ist cool. Wieso da ohne runterschalten? Oh, am Exit habe ich runtergeschalten. Am Exit? Ja. Ist aber komisch. Ich meine, entweder du schaltest vor der Kurve runter, um die Verzögerung zu nutzen, um die Kurve besser zu kriegen. Oder du bleibst im fünften, weil das war das Ziel. Aber am Exit, okay, dann ist ja quasi, du bist schon durch die Kurve durch und dann wirst du nochmal langsamer durchs Runterschalten. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ja, ich. Also, bei mir hat man rausfahren halt noch, wo ich eh noch bin. Ja. Ah, das ist schwer beschreibbar. Das hat mir in dem Fall gepasst. Okay. Schwer zu beschreiben jetzt. Boah, das war eine lange Session. Noch ist er nicht vorbei. Nee. Oh, jetzt ist er vorbei. Zumindest für mich. Du hast einen Krampf im Gasfuß bekommen. Ja, ich glaube, ich habe meinen Rückstand von dem anderen wieder rausgeholt. Oh, 2,37 ist dann nochmal rausgesprungen, okay. Ja, dann hat es sich ja gelohnt, die mit Vollgas zu kriegen. Ja, das ich hat wette, hättest du dann vorher Kurve runtergeschaltet, wäre so eine, naja, vielleicht nicht 6,30, aber ein bisschen schneller. Nee, das hat schon gepasst, so. Aber es hätte woanders noch ein bisschen schneller sein können. Es war andere Stellen noch eine Baustelle in dieser Runde. Aber 2,37, eine ganze Sekunde schneller. Hui. Das macht schon was aus, das Ding Vollgas zu kriegen, ja? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich habe die andere nicht Vollgas gekriegt diesmal und ja, da geht noch mehr. Ich glaube, ich habe die letzten 5 Runden einfach nur noch Vollgas gefahren. Selbst die eine noch im Tunnel, okay. Ich treffe da den Winkel immer fast. Ja gut, nicht. Ich habe ja die letzten 2 Runden dann auch die Wand berührt, ne? Kein Crash, aber halt berührt, so gesehen war es jetzt nicht gut, aber ja. Bei den nach dem Tunnel muss ich meistens lupfen. Ich treffe da den Winkel immer nicht richtig. Ach, den Tunnel meinst du? Du meinst gleich statt Zieltunnel, meinst du den Tunnel nach den Sprüngen oder was? Nee, das jetzt gerade meine ich, weil das war noch die zweite Baustelle, wo ich hätte Vollgas fahren können, wenn ich sogar immer treffen würde. Das hat in der 8. Runde nicht geklappt. Und natürlich diese eine Stelle da auch, die auch halt auch Vollgas geht, aber auch nicht geschafft diese Runde. Also 2 Stellen, die Vollgas gehen würden, aber nicht hinbekommen. Aber die erste Kurve war halt. Du bist Erster! Boah, bist du vorausgefahren. Holy fuck. Aber das ist natürlich eine Traumzeit. 2,35. Holy shit. Ja. Ja, das war ganz gut. Aber das war echt der eine Versuch zwischendurch mit alles 4. Boah, aber die 2,37 ist 3 Sekunden schneller als ASAC. Ja. Na gut, die Frage ist, wo die ASAC-Zeit herkommt. Ne? War die jetzt ernsthaft gefahren oder war das irgendwo zufällig mal rausgekommen? Na, da wird wahrscheinlich ein TR-Rennen von irgendwann gewesen sein, wo Fehler drin waren. Naja, aber genau. War das ein Rennen, eine Runde, war das 8 Runden? Weiß ich auch nicht. Das weiß man ja dann nicht mehr, genau. So. Okay, Profiler geht. Ich
Sprintrennen. So, mit was fahren wir überhaupt? Dotge. Ach so. Das ist Dotge Viper, ganz totale Scheiße. Ah, Deutsch. Nee, ich hatte die gestern große totale Scheiße. Ach, genannt. Große totale Scheiße. Obwohl, so schlimm ist er eigentlich gar nicht, aber ja. Naja, die driftet mir ein bisschen zu wenig. Die kann, naja, die kann beides irgendwie. Die kann. Welche Farbe? Schwarz. Die kann beides. Die kann driften und untersteuern. Wird die in Deutschland hergestellt? Die hat ja echt nur die Farben Schwarz-Rot-Gold. ich wollte gerade ein Auto auswählen. Ach was, du warst noch nicht fertig. Ich hatte nur mal kurz durch die Farben geguckt, sorry. Ach so. Diesmal mache ich schneller. Jetzt kommt die München. Ist Demon jetzt von uns gegangen? Ah, doch nicht. So, jetzt habe ich eins. Ich war gerade unsicher, ob ich den Automatik oder manuell fahren will, aber ich fahre jetzt mal riskanterweise Automatik. Ja, ich bin bei manuell geblieben. Ich habe gar nicht getestet, über welchen sich eventuell lohnen könnte. Gut, die Automatik scheint mir den richtig zu schalten, von der Umdrehung her. Ah, geht nur bis 6,5. Ja, die fährt die Automatik auch. Cool. Ja, wahrscheinlich ist es häufig so, dass die nicht so weit ins Rote reingehen, die Automatik gar nicht so schlecht ist. Dann hast du halt nur noch den Vorteil, dass du vor Kurven runterschalten kannst. Ja. Zum Beispiel bei dieser hier. Ah, und ich habe den Vorteil, ich kann jetzt hier im vierten bleiben. Mal gucken, in welchem Gang ihr hier hochfahrt. Ich war im fünften, ich war im vierten Gang, er wechselt hin und her, aber das genau, macht ich ja. Bleib im vierten. Aber das macht ja bei der Automatik, dass er hin und her wechselt, das ist ja was. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen die Wand mitgenommen. Ja, ich weiß nicht, verliert der wirklich überhaupt keine Geschwindigkeit, wenn der hin und her wechselt? Überhaupt nicht, ne. Null. Zero. Das ist halt der Vorteil bei der Automatik. Da machst du auch bei den Autos, die kurze Gangübersetzung haben, am Start auch so einen Katapultstart. Wie der Z8 zum Beispiel. Ja, dann würde aber ausschließlich als Vorteil bleiben, dass man vor der Kurve runterschalten kann. Also zu bremsen mit. Das ist ja der Grund, warum ich manche Autos lieber Automatik fahre. Da muss ich mir noch mal genauer erkundschaften, welche das alle sind. Und die Viper ist gar nicht mal schlecht auf Automatik. Fällt mir sehr gut sogar. Das ist schon ganz interessant bei dem Spiel gemacht, dass Automatik auch mal schneller sein kann. Ich fahre hier richtig davon mit meiner Automatik hier. Nö, davonfahren würde ich nicht sagen. Ich hatte halt den einen Fehler und seitdem ist der Abstand ungefähr gleich. Seitdem hänge ich hinter Ravage und komme so, mal einen Tick näher, mal einen Tick näher. Ja genau, das hinter dir ist Ravage. Achso, das lag an einem Fehler. Okay, ja gut. Aber der war auch nicht so groß, aber ich komme bei Ravage einfach. Ich meine, ab und zu einen Tick näher, dann wieder einen Ticken zurück. Aber in der Summe ungefähr gleich. Boom, das hast du davon, du blöder Sound. Ja, top, kann ich auch gar nichts. Dritter. Dann bin ich zum letzten Mal Dritter geworden. Glückwunsch, du bist Dritter. Ja, das schockiert dich jetzt, ne? Finde ich jetzt aber gar nicht gut. Das müssen wir also nochmal fahren. Ja. Nee. Oh, Menno. Auch keine aufgestellt bei GW. Oh, sag, schade. Das hätte mich mal interessiert. Tja, für mich war es ein Rekord. Oh, was? Letzte Rennen schon? What the fuck? Nein, es kommen noch 7 Runden in diese. Auch wenn es ernst. Ach, scheiße.
Erst beschweren, dass es zu Ende ist, und dann, oh, 7 Runden Elise. Ja, das habe ich jetzt nicht. Wo ist eigentlich Stevie? Hat der nicht vorhin über die 7 Runden Elise gejammert? Nur weil ich dazu nichts sage. Ja, sonst fluchst du immer. So, ach ja, Lenkrad prüfen, genau, so. Dann kann's losgehen mit diesem komischen Ding. Schnell den Wagen wählen, bevor ihr wieder ohne mich losfahrt. Funktioniert die Uber? So, nur langsamer Wagenklassen dieses Mal. Außer ein Klasse 2, der den Namen nicht verdient. Ja. Ah, das töpft auch immer wieder. Oh, Lenk! Gottes Willen! Okay, ihr fahrt da links. Ja, ich habe ja kurz getrainiert und da ist mir aufgefallen am Ende, dass ich ja noch testen wollte, ob es besser ist. Ich hatte es vergessen. Dachte ich mir, dann teste ich es jetzt. Das und ich war direkt in deinem Kofferraum, bevor ich da reingefahren bin. Und jetzt bin ich mal vor dir. Mal gucken, ob du das mit dem Schwung wieder ausgleichen kannst. Weil wenn nicht, dann war es besser. Offenbar nicht viel, aber immerhin einen Meter. Ja, das hat dir ein bisschen was gebracht, ja. Obwohl, nee, mehr als einen Meter, ne? Mindestens mal von hinter dir, vor dich ist ja schon mehr als ein Meter. Naja, jetzt hast du auch jetzt wieder ein bisschen was rausgeholt. Oh Gott. Der Winkel war scheiße. So. Knapp. Da komm noch da rum halt. Hey, da ist was schiefgelaufen bei Ihnen. Ja, ich habe bei dieser komischen Linkskurve gerade noch so einen fatalen Crash vermeiden können. Aber halt eben deutlich langsamer geworden dabei. Hättest bei der, wo man immer zu früh einlenkt. Du hättest den Crash ruhig auf dich zukommen lassen können. Ja, habe ich ja. Und dann bin ich voll auf die Bremse und habe runtergeschaltet, um noch irgendwie rumzukommen. Das war der Fehler. Ja, das dachte ich mir, dass du das so siehst. Du musst das auch nutzen, was das Spiel dir anbietet. Nee. Lieber einmal langsamer fahren, als irgendwie voll stehen zu bleiben. Ab wenn man dann wieder so einen brummenden Motor hinter sich hört. Ja, ist getuned. Ah, mit Cheat Engine. Dachte ich mir. Tip-Tuning alles gemacht. Oh! Was ist... Warum? Warum kann ich dir sagen? Hast du mir gerade erklärt, man muss die Chancen nutzen. Warum ist ein Fehler solcher Natur? Das ist unnötig.
Oh, ich würde gerne in die Stadt rein auch Vollgas fahren, aber irgendwie geht's nicht. Ach, die letzte Kurve vom Stick kriegt aber auch von das Hangwürgen hier. Ja, da hab ich bisher irgendwie immer Glück gehabt. Vollgas durch die Stadt durch. Ganz. Ja, geht tatsächlich. Habe ich auch gerade gemacht. Und Vollgas die Kurve vor Startziel. Das kriege ich glaube ich nicht hin. Somit ist die einzige Stelle dieser komische, wo es erst nach unten und wieder nach oben geht. Da ist, glaube ich, Vollgas keine richtig gute Idee. Obwohl hier auch nicht. Also gut, zwei Stellen. Muss man aber echt den Winkel treffen mit der Stadt. Ja.
wette, der Rest der Strecke geht auch irgendwie Vollgas. Ja, bin mir sicher. Muss ich nur noch hinkriegen. Mit, wie du die letzte Kurve vom Zielvollgas nimmst, ist ein Rätsel. Ich wollte gerade das Gegenteil sagen. Ich dachte eigentlich, die letzte Vorstart-Ziel nach dem Sprung ist eigentlich einfacher als die Stadt. Du musst halt einfach von außen anfahren, das ist alles. Was ja jetzt nichts Ungewöhnliches ist. Oh, und hier. Ja. Ja, komplett flat. War zwar noch nicht richtig gut, aber zumindest mal ohne vom Gas zu gehen. Und natürlich mit runterschalten, also ja. Das ist deine letzte Runde. Ja, aber irgendwie wird die Zeit nicht schneller. Oh, das war eine Sekunde schneller. Okay. Wie viel hast du? 2:12:16. 2:11:53. Also nicht wirklich viel schneller und ich glaube, die habe ich schon irgendwo, keine Ahnung, genau, mal gucken, eine Runde 3 oder irgendwas gefahren. Alter Schwede, eine ganze Sekunde verbessern, das ist crazy. Nö, ist keine ganze. Also 16:53 ist etwas mehr als eine halbe. Ich meinte das, was vorher war, weil vorher. Ach so, ja, okay. Vorher hatte ich eine 2:13 tief. Und jetzt habe ich eine 2:12 tief. Ui. Jetzt schon überrascht, die Verbesserung. Ja. Oh, Bullshit. Ah, die Runde wird knapp. Ja, ich hab doch Hoffnung.
Ich habe dieses komische Stück, dieses, wo es halt erst runter und dann wieder hoch geht, diesmal ziemlich gut mit Vollgas getroffen. Schauen wir mal, ob es belohnt wird. Irgendwie so ein Augenaufsetzer gehabt. Aber naja. Nicht richtig geguckt, sondern bam, scheiße. Ja, ist ein bisschen einschläfernd, die langsamen Autos, so lange das gleiche. Na, nee, das war einfach nur bescheuert von meiner Seite her, aber egal. Müssen wir jetzt mit leben. Heute 2012 finde ich schon ganz nett. Oh Gott, der Link hat nicht gepasst. So, Oh Mann, das war auch eine schlechte Linie. Nee, also die letzte Runde hat gar nicht gepasst bei mir. Oh Gott, und in der Stadt noch die Wand berührt. Also, ja, damit kann ich die Zeit vergessen. Oh, ich hätte echt gerne gewusst, ob es was gebracht hat. Aber hauptsächlich durch die Stadt jetzt in der letzten nochmal Vollgas. Ach komm, on, Spiel. Vielleicht mal gucken, wo ich die Zeit gefahren habe. Hast du den fünften überhaupt noch benutzt jetzt? Gar nicht, ja, oder? Doch, doch. Vielleicht ist das doch eine Sache. Aber ich bin mir immer nicht sicher, ob das wirklich diesen einen Karma bringt oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe dieses Auto nicht. Ich habe den fünften jetzt gar nicht mehr benutzt, aber ich weiß nicht, ob es gut war. Weil es kam halt einfach. Ich hatte das Gefühl, es wird immer besser, aber die Zeiten wurden nicht schneller. Also es kam keine neue Zeit mehr. Mhm. Also hat es dann irgendwie offenbar doch nichts gebracht. Und am Anfang habe ich den fünften noch benutzt gehabt. Dass wir dachten, das ist ja eigentlich Blödsinn, aber vielleicht ist es doch kein Blödsinn. Keine Ahnung. Ach, und das Rauschen der Wellen anhören. Ich höre hier Musik. Ach so, ihr habt die Musik zu laut. Ich kann die Wellen ans Ufer schwappen hören. Ich höre hier gerade fetzige der Doom Eternal Sieger. Musik. Ja, das war Runde 3 und danach kam nichts mehr. Echt oh, krank. Aber Hauptsache Revit schafft 203 mit dem Ding. Was? Was? Ja. Nee. Ja. Ja, guck wie? Doch mal. Wo? Was? Result Display Timebau nicht umgestellt? Das ist ja ärgerlich. Gesundheit. Wieso war die Result Display Time nicht umgestellt? Nein. Wie kann man da 203 machen? Vollgas geben. Ja, der hat bestimmt noch den sechsten Gang gefunden, oder so. Oh. Ja, ich meine, ich habe natürlich auch Vollgas gegeben, aber ich habe immer auf der Bremse gestanden, parallel die ganze Zeit. Oh, du wirst es nicht glauben, ne? Bei Sega Touring kam Heidepark, war das bei vielen Leuten ein Problem, ne? Die hatten Gas und Bremse gleichzeitig gedrückt und weiß nicht, warum sie nur 180 fuhren, ne? Ja, das mache ich bei Porsche auch ab und zu, aber. Ja, aber die haben das gar nicht gecheckt, die drücken beide Pedale und wundern sich, warum sie nicht schneller werden. Ja, und siehst du, deswegen gibt es dann diese neuen Arcade-Spiele, wo es nur noch ein Pedal gibt. Ja, denen wird dann geholfen, ne? Ja. Aber trotzdem nehmen die alle Wände mit, die Leute. Also die fahren echt, also fahren kann die Mehrheit der Menschen nicht. Ja, die kommen ja nicht dahin, um zu fahren, sondern die kommen dahin wegen irgendwas und denken sich, ach, dann können wir da noch ein ist bisschen schon fahren vorbei? Oder so. Schon vorbei. 2 Stunden und ja, 20 nicht, oder nicht, so. Ja, hier nicht 3 Stunden IP. Ach stimmt, direkt so IP-Launch war es schnell, ja.